Hallo und einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Hassenzahl und ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz Update Kapitalmärkte mit einer kleinen Einschätzung, einem kleinen Ausblick und einer Zusammenfassung zu den Entwicklungen begrüßen. An dieser Stelle ganz kurz der Hinweis: Es handelt sich hierbei ja um ein Serienwebinar. Das heißt, jeder von Ihnen hat sich mit der Anmeldung für das heutige Webinar auch für die drei weiteren Termine in den nächsten 3 Wochen automatisch angemeldet. Ja, Hintergrund dieser Idee ist eben, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich in regelmäßigen Abständen sehr kompakt über die Entwicklung an den Kapitalmärkten im Rahmen ja der aktuellen Corona-Zeit zu informieren, gleichzeitig aber eben die Möglichkeit zu haben, das Ganze weniger im Kurzzeitjournalismus zu haben, sondern eher mit einer etwas längeren zeitlichen Frist versehen und eben auch in Kombination mit den von Herrn Leichtwes gewohnten sehr, sehr fachlichen Einschätzungen zum Thema, welche Auswirkungen ergeben sich und vor allem dann auch mit dem entsprechenden Nutzen für Sie als Anleger. Ansonsten an dieser Stelle auch noch ganz kurz der Hinweis auf die 2 weiteren ausstehenden Themenwebinare. Eins davon hatten wir ja schon am vergangenen Mittwoch. 2 weitere folgen noch, das nächste am kommenden Montag. Alle weiteren Informationen und auch die Videoaufzeichnung des Webinars von Mittwoch finden Sie entsprechend in einer E-Mail, die wir Ihnen im Anschluss an das heutige Webinar selbstverständlich auch wieder zur Verfügung stellen. So, damit möchte ich dann übergeben an Christoph Leichtwes, der uns eben in einer sehr kompakten Form mal einen Überblick und eine Einschätzung geben wird zu den aktuellen Entwicklungen. Es waren ja doch sehr, sehr spannende Tage, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, mit ja einer kleinen Bärenmarkt-Rallye kann man das fast nennen. Und ich bin sehr gespannt, was du uns entsprechend dazu zu sagen hast. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Extreme als neue Normalität, meine Damen und Herren, das ist ein Thema, was ich Ihnen in den nächsten Minuten näher bringen möchte. Ich glaube, wir werden mit einigen sehr extremen Marktdaten, Konjunkturdaten konfrontiert sein. Warum man das Ganze aber vielleicht auch auffangen kann, respektive warum sich viele Effekte auch gegenseitig wieder ausgleichen werden, das möchte ich Ihnen im Nachgang erläutern. Und sofern Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit über die Technik stellen. Wir werden es aber so machen, dass wir alle Fragen gesammelt am Ende beantworten, damit diejenigen von Ihnen, die vom Zeitbudget aktuell etwas enger getaktet sind, eben die Möglichkeit haben, nach der offiziellen Präsentation sich wieder anderen Tätigkeiten zu widmen. Wir blicken zunächst auf den Kapitalmarkt. Das sind natürlich auch Themen, die Sie in den Medien entsprechend sehen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht die kurzfristige Entwicklung, also konkret im aktuellen Kalenderjahr der wichtigsten Vermögensklassen. Wir sehen, dass Gold auch nach diesem kleinen Abverkauf, den wir gesehen haben, seiner Rolle als sicheren Hafen gerecht geworden ist. Aktuell 7,8% im Plus. Aber was wir auch feststellen müssen, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wir haben einen massiven Abschwung am Kapitalmarkt gesehen und man ist natürlich sehr stark dazu verleitet, die Stärke des Rückganges beispielsweise am Aktienmarkt in Relation zu setzen zu den laufenden Push-Nachrichten, die Sie ja über alle möglichen Medien und Apps bekommen, zur Anzahl der Coronaviren respektive der Infizierten oder der Todesfälle. An der Stelle sei gesagt, dass der Coronavirus respektive auch die wirtschaftlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung natürlich auch der Auslöser für die aktuellen Marktbewegungen sind, aber dass die Stärke der Marktbewegung, insbesondere auch bei den großen Vermögensklassen wie Aktien und Anleihen, die auch sehr stark davon abhängen, dass sie Systemtrader haben, dass sie Anlagemodelle haben, die Risikogleichgewichtungsansätze haben. Und vereinfacht gesprochen kann man sagen, wenn die Schwankungsbreite innerhalb der Vermögensklassen, also bei den Aktien steigt und bei den Anleihen steigt und gleichzeitig der Gleichlauf zwischen Aktien und Anleihen nach oben geht, dann gibt es per se, rechnerisch gesprochen, weniger Risikostreuung im Portfolio, dann werden Positionen abgebaut. Das passiert typischerweise über die Terminmärkte. Und wir haben spektakuläre Bewegungen gesehen. Da wurden durch die immanenten Hebel dieser Terminmarktinstrumente extrem hohe Summen an Kapital bewegt. Und das führt dann zu diesen sehr, sehr harten Bewegungen. Also sprich, wenn Sie die Nachrichten schauen, dann erklären die Nachrichten ja die Kursbewegung immer mit etwas, was der Mensch gut nachvollziehen kann, was in der Zeitung steht oder was Sie ansonsten auch im eigenen Leben wahrnehmen. Aber oft sind es eben auch insbesondere bei diesen harten und schnellen Bewegungen auch die Aktionen der
sogenannten Systemtrader, der Hedgefonds und ähnlichem. Und das war natürlich schon auch ein Beschleuniger der starken Bewegung nach unten. Nichtsdestotrotz, was wir gesehen haben, dass wirklich Liquidität ein ganz massives Thema war. Das heißt, viele Marktteilnehmer haben Liquidität benötigt. Dann werden auch kurzfristige Staatsanleihen bester Bonität verkauft. Dann wird eben auch mal Gold dementsprechend abgebaut. Und das führt dann dazu, dass sie zum Zeitpunkt der Krise in ihr Portfolio schauen. Sie stellen fest, viele verschiedene Vermögensklassen haben gleichzeitig hier sich im Preis reduziert. Das Ganze endet natürlich nicht bei den börsennotierten Investments, sondern wenn Sie sich beispielsweise Immobilienaktiengesellschaften anschauen, dann können Sie auch hier feststellen, dass wir Abschläge von 30% gesehen haben. Und das zeigt natürlich auch, dass der Immobilienmarkt natürlich auf anderen Ebenen der Zeitschiene oder zu anderen Zeitpunkten auf der Zeitschiene nicht ganz unbetroffen sein wird. Das wird auch die illiquiden Märkte treffen, wie beispielsweise Private Equity, Private Debt und viele andere Themen, die wir im Anlagenotstand als Ausweichmanöver bei vielen Anlegern gesehen haben. Und von daher, wie gesagt, Risikostreuung immer einerseits von der wirtschaftlichen Seite zu berücksichtigen, dann natürlich aber auch im Zeitablauf. Sie sehen, dass die Märkte, und wir nehmen jetzt mal bewusst Aktien global, das sehen Sie hier in Türkis mit -20% aktuell. Im Tief waren wir doch ein deutliches Stück tiefer, also im Endeffekt bei -30. Wenn Sie einen DAX-Index nehmen, waren wir bei -40. Also wie gesagt, das die Bewegung, die wir hier aktuell dementsprechend auch nachvollziehen konnten. Und wir versuchen nun, die nochmal ein bisschen weiter einzuordnen. Was Sie jetzt hier sehen, ist wieder ein bisschen die kurzfristigere Perspektive nochmal ganz konkret. Besonders hier auch die Phase eigentlich in den vergangenen Handelstagen. Und Sie können hier in der rechten Skala, da sehen Sie die Entwicklung des VIX. Das ist, wenn Sie so wollen, der Verunsicherungsindex. Das ist die erwartete Schwankungsbreite, die aus Optionspreisen abgeleitet wird. Da sehen Sie, die hat einen massiven Spike, also ist massiv nach oben geschossen. Und im Gegensatz dazu in dunkelblau, dargestellt an der linken Skala, der S&P 500, also wenn Sie so wollen, einer der Indikatoren für die globalen Aktienmärkte nach dem MSCI World, dementsprechend hier mit Rückgängen. Und Sie sehen sehr schön, die Volatilität ging massiv nach oben. Auf der anderen Seite haben wir eine Reduktion am Aktienmarkt gesehen. Und nun sehen wir in den letzten Tagen genau das Gegenteil. Das heißt, die Volatilität kommt wieder etwas zurück. Wir sehen die Aktienmärkte dementsprechend auch hier steigen. Das ist ein Zusammenhang, den man oft erwarten würde. Das heißt, oft ist es so, dass die Menschen unterschätzen Ereignisse und ich glaube, die Auswirkungen des Virus, respektive das Maß der Eindämmungsversuche der Politik, die hat man unterschätzt. Dann wird das Ganze massiv überschätzt. Man stellt fest, dass man es unterschätzt hat, stellt dann im nächsten Schritt fest, oh mein Gott, was passiert jetzt? Dann überschlagen sich die negativen Erwartungen. Also man fängt dann an hochzurechnen, was passiert, wenn die Wirtschaft für 6 Monate stillsteht? Was passiert, wenn es kein Gegenmittel gibt? Was passiert, wenn die Unternehmen ihre Kredite nicht bedienen können? Dann gibt es Abschreibungen bei den Banken. Wenn es Abschreibungen bei den Banken gibt, dann müssen ja Banken pleite gehen. Wenn Banken pleite gehen, dann sind die Einlagen nicht mehr sicher. Dieser Mechanismus, der ist natürlich erstmal logisch. Das ist die ganz normale Kreislaufthematik der Wirtschaft, die wir haben. Aber, und das mal die positive Stelle, die ich hier nochmal highlighten möchte, natürlich passt sich das System an. Natürlich passen sich die Marktteilnehmer an. Natürlich passen sich die Finanzmarktteilnehmer an. Natürlich wird man auch sehen, dass man nicht jetzt einfach Unternehmen hier insbesondere im großen Maße pleite gehen lässt. Also so ein bisschen dieses Thema Adaption spielt da eine wichtige Rolle. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie gehen am 1. Januar auf die Waage, nachdem Sie eben von Weihnachten vom 24.12. bis zum 1. Januar oder sagen wir bis zum 2. Januar viel Zeit mit der Familie, viel Essen, viel Alkohol und Ähnliches genossen haben und Sie haben dann vielleicht 2 Kilo zugenommen. Wenn Sie dann unterstellen würden, dass Sie bis zum nächsten Weihnachten, also in roundabout dann 51 Wochen, auch jede Woche 2 Kilo zunehmen würden, dann hätten Sie eine Gewichtszunahme von 104 Kilo. Ist das realistisch? Nein. Warum? Sie werden Ihr Verhalten anpassen. Und dementsprechend, auch das ein wichtiges Thema, viele Hochrechnungen, viele Themen, die Sie lesen, die basieren oft auf Nachhochrechnungen und vernachlässigen, dass wir Adaptionen haben. Im nächsten Schritt dann auch, konkret auch für den Aktienmarkt. Sie wissen, wir sind ein großer Fan von defensiven Aktienmarktansätzen, von breiten Aktienmarktansätzen. Auch das etwas,
was sehr gut funktioniert hat, in Anführungsstrichen. Wir sehen ja die verschiedenen Stile von defensiv geprägten Aktiensegmenten über eher offensiv geprägte Aktiensegmente, wie beispielsweise kleinkapitalisierte Werte oder Substanztitel. Und da sehen Sie, es ging zwar alles gemeinsam runter, was in der Krise auch normal ist, aber Sie sehen schon, das absolute Tiefstniveau war eben im defensiven Segment des Aktienmarktes deutlich höher als der maximale Verlust, den wir hier im offensiveren Segment bei Value gesehen haben. Und dementsprechend sind dann auch die Erholungen hier gleichmäßig, aber insgesamt natürlich diese unterschiedlichen Stilausprägungen innerhalb eines Aktienportfolios, die machen schon große Unterschiede. Und dementsprechend kann man auch sehr gut feststellen, welcher Fondsmanager, welcher Vermögensverwalter auf welchen Stil gesetzt hat, weil natürlich hier die defensiven Faktoren, die Thema Qualität, was Sie hier in Rot dargestellt bekommen, das hat sich natürlich deutlich besser gehalten als beispielsweise Nebenwerte auf der Indexbasis oder beispielsweise hier Unternehmen mit einem sogenannten Value-Charakter. Hier muss man sagen, das, was Value war, ist in der Krise nochmal billiger geworden, hat aber häufig auch ökonomisch und dementsprechend wirtschaftlich begründete Aspekte, warum sie halt mit Problemen behaftet sind und warum auch die Bewertungen günstiger sind als in anderen Bereichen. Insbesondere der Rentenmarkt hat seinen Schockmoment. Und hier erinnern Sie sich vielleicht mal zurück an die ersten zwei Monate diesen Jahres. Wir haben ja einen spektakulären Anlagenotstand, wir haben eine Nullzinswelt, wir haben die Phase, dass 30-jährige Bundesanleihen unterhalb von 1% notieren. Wir haben gesehen, dass US-Staatsanleihen 30-jähriger Laufzeit die Inflation nicht mehr schlagen. Also wirklich einmalige Bewegungen, die man hier am Markt gesehen hat und dementsprechend einen unheimlich großen Anlagenotstand bei den Kapitalmarktteilnehmern. Und Sie kennen unsere Meinung, man muss immer in Risikoprämien denken. Renditen sind in einer Nullzinswelt immer eine Vergütung für das übernommene Risiko. Und wir haben ja sehr stark die These vertreten, dass wir in einigen Segmenten, weniger am Aktienmarkt, aber insbesondere am Anleihemarkt, sei es bei Hochzinsanleihen, sei es bei Unternehmensanleihen, auch bei Nachranganleihen oder Anleihen von Finanztiteln, vielleicht nicht die Risikoprämien, nicht die Renditen sehen, die man eigentlich für das Risiko erwarten musste. Und das sehen Sie in dieser Grafik hier sehr schön. Sie sehen hier für verschiedene Segmente der Anleihemärkte mit verschiedenen Bonitäten, sehen wir hier die Renditen jeweils auf der Indexbasis. Also sprich, wir haben am 01.01.2020, da waren wir noch voll in diesem Anlagenotstand drin. Also auf gut Deutsch alles kaufen, was noch eine positive Rendite hat, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. 2,9% war das damals. Und dann sehen Sie hier, rund 20 Tage später, am 20.03. in Grau dargestellt, hat dieser gleiche Anleiheindex eine Rendite von 8,2% gezeigt. Dieser Renditeanstieg ist nichts anderes als ein Spiegelbild von sehr, sehr starken Kursverlusten. Wir haben teilweise gesehen, dass die Anleihemärkte im Unternehmensanleihebereich, im Hochzinsanleihebereich illiquide geworden sind, dementsprechend massive Preisverzerrungen. Sie sehen mit den jüngsten Daten eben per Schlusskurs gestern kam das Ganze wieder ein bisschen zurück auf 7,2 und wir glauben schon, das war jetzt ein sehr heilsamer Schock auch für viele Anleger am Anleihemarkt und auch, glaube ich, auch für viele Anleger überraschend, wenn sie defensive Anlagestrategien sehen. Die haben nur 30% Aktien, haben aber trotzdem bis zu 15% Wertverlust produziert jetzt in diesem Abschwung. Und der Grund, der liegt häufig darin, die Manager, die Verwalter, auch die Anleger selbst haben sich zu sehr in einen Anlagenotstand reindrücken lassen, haben das vergessen, dass man in Risikoprämien denken muss. Und dementsprechend wurde, glaube ich, der ein oder andere hier sehr stark überrascht. Diese Lektion muss man mitnehmen, weil wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren wieder im Anlagenotstand befinden. Anleger werden die heutige Zeit vergessen. Sie werden wieder nur auf die Rendite schauen, werden die mit dem Tagesgeldkonto vergleichen und dann auch wieder zu viel Risiko für zu wenig Rendite bei Anleihen akzeptieren. Das Zukunftsmusik in einigen Monaten, vielleicht auch Jahren. Aktuell muss man sagen, dieser Schock, den sehen wir durchaus als interessante Möglichkeit, sich bei Unternehmensanleihen guter Bonität, also bei Unternehmen, die über Geschäftsmodelle verfügen, die langfristig in der Lage sein werden, ihre Schulden bedienen zu können, die dementsprechend auch insbesondere in den USA ja direkt von den Notenbankaktivitäten profitieren. Da vielleicht mal ein interessanter Zeitpunkt, über das Thema Unternehmensanleihen nachzudenken, weil eins ist klar, bei einer Rendite von 2,1% sind die deutlich attraktiver als bei einer Rendite von 0,7%. Also auch hier
gilt in der jetzigen Phase. Es haben sich auch durchaus mal Opportunitäten aufgetan, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch insbesondere bei Anleihen. Wie am Aktienmarkt gilt auch bei Anleihen, die Auswüchse, die Verluste, die man hier gesehen hat, die sind vielleicht ökonomisch nicht ganz zu begründen und die Geschwindigkeit des Abschwungs war auch vielleicht etwas zu hoch. Nichtsdestotrotz im Ergebnis hier dargestellt, wie gesagt, man kann ja mal über Möglichkeiten nachdenken, etwas, was wir auch bereits umsetzen. Wenn wir die Marktstimmung betrachten, dann ist das auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den Sie hier sehen. Die Grafik zeigt Ihnen die Risikoaversion. Vereinfacht gesprochen, wenn wir uns hier unten bewegen, dann ist die Risikoaversion, die man aus bezahlten Marktpreisen ableitet, relativ niedrig. Die Anleger sind relativ entspannt. Und dann sehen Sie im Kontext dieser massiv fallenden Kurse plus der Nachrichten in der Presse plus die Umstellung in der eigenen Lebensweise, was Homeoffice angeht, was Kontaktsperren, was Ausgangssperren, Quarantäne und Ähnliches betrifft, sehen wir hier natürlich diesen massiven Anstieg. Und das ist etwas, was Sie häufig sehen. Die Risikoaversion steigt tendenziell dann, wenn die Kurse fallen. CNN, der Nachrichtensender, hat hier einen schönen Index, auch sehr plausibel. Man nennt ihn den Gier- und Angstindex, Fear and Greed. Und da waren wir jetzt in der Spitze, also quasi hier unten. Also man hat davon quasi eingepreist, dass die Welt morgen untergeht. Und man sieht jetzt auch schon, das hat sich wieder ein bisschen erholt. Das passt sehr gut auch zu den leicht gestiegenen Kursen, auch zu den wieder leicht gefallenen Renditen bei den Unternehmensanleihen. Und deswegen hier das Ganze mal im zeitlichen Ablauf dargestellt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn Sie hier oben letztendlich feststellen, als wir eine extreme Gier haben, dann werden typischerweise zu niedrige Renditen für die aktuellen Risiken akzeptiert. Hier unten das andere Extrem, hier kann man dann tendenziell kaufen. Und was man natürlich vermeiden muss, ist natürlich an diesen Tiefpunkten hier aus dem Markt rauszugehen, weil dann ist tendenziell alles eingepreist. Und auch eine sehr interessante Beobachtung, die wir immer wieder machen, weil die Situation ist ja nicht neu, ist, dass die langfristig erfolgreiche Strategien, die agieren in solch einem Umfeld immer antizyklisch. Das heißt, die bauen in guten Zeiten Risikobudget auf und in schlechten Zeiten nutzen sie dieses Risikobudget, um dann günstiger in entsprechende Risikoprämien tragende Vermögensklassen zu investieren. Und die tendenziell es langfristig nicht schaffen, adäquat die Kapitalmarktrenditen abzugreifen. Das waren in vielen Fällen jetzt die, die sich über Pressemitteilungen und Mitteilungen an Anleger darüber positioniert haben, dass sie per letzte Woche Donnerstag oder Freitag das Aktienmarktrisiko jetzt um 80% gesenkt haben. Also von daher, dass der Schmerz zum Zeitpunkt ist eine Vergütung für die Rendite über den Zeitraum und insbesondere in einem Umfeld, wo wir nicht nur über Nullzinsen sprechen bei Anleihen und auf Konten, sondern tendenziell über eine steigende Inflationsgefahr, etwas, was ich gleich noch darstellen möchte, kommt man um Risiko- und wachstumsorientierte Vermögensklassen nicht herum. Und von daher dieses antizyklische Thema wirklich ein ganz essentieller Punkt, um hier überhaupt noch realistisch die Chance zu haben, langfristig eine Rendite zu erzielen, die oberhalb des Kaufkraftverlustes dementsprechend hier liegt. Wenn wir kurz auf die Konjunktur schauen, dann möchte ich vorweg schicken, dass wir bei der Konjunktur die Situation haben, dass uns die Konjunkturdaten momentan keine große Hilfe bieten. Die chinesischen vielleicht, aber was Europa angeht oder auch die USA, können Sie die Konjunkturdaten in den nächsten Wochen getrost ignorieren. Warum? Wir haben unsere Wirtschaft momentan ganz bewusst in eine Schockstarre versetzt. Man könnte es als stabile Seitenlage bezeichnen, wie es der ein oder andere Kommentator ja auch hier bereits verwendet hat. Und dementsprechend muss die Erwartungshaltung sein, wenn Sie die Wirtschaft einfrieren, dass die Konjunkturdaten schlecht werden. Also ähnlich vielleicht auch die Analogie zu einem Flugzeug. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Luft und Sie entscheiden sich, aus welchem Grund auch immer, jetzt Ihr Kerosin abzulassen. Wenn Sie also Ihr ganzes Kerosin, also Ihren Treibstoff ablassen, dann muss doch die Erwartung sein, dass Sie eben mit Ihrem Flugzeug nicht mehr besonders weit fliegen können. Sie können noch ein bisschen gleiten und Sie können sich vielleicht ein bisschen anpassen noch, aber irgendwann müssen Sie die Möglichkeit haben, eben zu landen. Und das ist momentan das Thema, was wir sehen. Deswegen die Konjunkturdaten. Ich habe Ihnen hier mal was Ausgewähltes mitgebracht, weil man hier in Deutschland stark drauf schaut. Den Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft, IFO-Geschäftsklimaindex, sehen
die Einschätzung der aktuellen Lage in Rot, die Erwartung in Blau, der zusammengefasste Indikator in Türkis. Und da sehen wir natürlich hier die jüngsten Daten, die sind natürlich desaströs. Aber ganz ehrlich, wer etwas anderes als desaströs erwartet hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, entbehrt jeder Logik. Weil, wie gesagt, wenn ich alle Geschäfte zuschließe und mich dann darüber wundere, dass keine Geschäfte gemacht werden, die Umsätze fallen und die Verunsicherung steigt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jeder Erklärungsansatz. Nichtsdestotrotz, Sie sehen es auch schon im längerfristigen Trend, auch vor Corona. Wir sind in Deutschland, insbesondere in der Eurozone, knapp an der Rezession vorbeigerutscht vor Corona. Das heißt auch die Erwartung, dass jetzt Deutschland, dass Europa in eine Rezession rutscht, das muss auch die Normalerwartung sein. Und diese Erwartung ist auch das, was auch in den Kursen eingepreist ist, weil der deutsche Aktienmarkt ist nicht gefallen um 40%, weil man gesagt hat, es wird nicht so schlimm, sondern die Aktienmärkte antizipieren natürlich diese negativen Erwartungen und versuchen auch über die Preisfindung das bereits in Kursabschlägen entsprechend hier zu dokumentieren. In die ähnliche Kerbe schlägt das, was Sie aktuell in den Medien stark sehen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Historisch einmalig, die Skalierung hier neben, da sehen Sie schon explodiert. Die normale Thematik war immer, naja, so 200.000, 300.000 und jetzt 3,2 Millionen oder 3,3 Millionen. Auch das, meine Damen und Herren, wer etwas anderes erwartet hat, der ist vielleicht auch ein bisschen naiv, weil wenn Sie die Wirtschaft einfrieren, sind das doch die absehbaren Konsequenzen. Von daher, die Konjunkturdaten auf absehbare Zeit hier keine große Hilfe für Anleger. Was wir jetzt sehen als Reaktion auf das Einfrieren der Wirtschaft, was wir ganz bewusst ja auch in Kauf nehmen, um hier gesellschafts- und gesundheitliche Aspekte vielleicht einzugrenzen, ist das, dass wir jetzt einmalige, muss man wirklich sagen, Eingriffe in das System sehen. Also sprich, wir sehen, dass die Notenbanken, die wir schon aus der Finanzkrise kennen, als Lender of Last Resort, als ultimativer Kreditgeber, dass die aktiv sind, im ersten Schritt nicht, um die Konjunktur zu stabilisieren, das können sie nicht. Gelddrucken führt nicht zu mehr Wirtschaftsaktivität, aber dass sie jetzt erstmalig, insbesondere auch seit der Finanzkrise, hier die Fiskalpolitik haben, dass wir insbesondere in Deutschland die Abkehr von der schwarzen Null haben, dass wir momentan gesellschaftspolitisch akzeptieren, dass wiederum Defizitgrenzen im europäischen Kontext verletzt werden. Also wir sehen hier wirklich historisch einmalig das Hand in Hand gehen von Geldpolitik, also sprich Notenbanken, und von Fiskalpolitik. Das Ganze kann man vielleicht schon mal als Schritt in die neue Normalität betrachten, in der Defizite bei Staaten normal sind. Diese können gesellschaftlich gerechtfertigt werden, um die Gesellschaft stabil zu halten, um Arbeitsplätze zu erhalten und den gesellschaftlichen Frieden zu stabilisieren. Und es gibt ja auch diesmal im Gegensatz zur Finanzkrise keinen Schuldigen. Wir haben keine Bankenkrise, wir haben keine bösen Spekulanten, wir haben keine Banken, die auf 30% Eigenkapitalrendite abgestellt haben. Wir haben ja jetzt einen bewussten Schock, den wir in Kauf nehmen, und einen wirtschaftlichen Schaden, den die Politik in Kauf nimmt, und dementsprechend muss die Politik auch die Rechnung bezahlen. Das wird nicht in jeder Form ankommen, es wird Insolvenzen geben, aber am Ende des Tages, wirklich aus der Anlegerperspektive, stabilisiert natürlich das Eingreifen der Notenbanken, stabilisiert natürlich das Finanzsystem. Man sorgt dafür, dass die Liquidität als Schmierstoff im Finanzsystem da ist, dass die Banken ihre Rolle als Dienstleister für die reale Wirtschaft auch wahrnehmen können. Von daher, das systemische Risiko sehen wir als deutlich niedriger als beispielsweise in der Euro- und Staatsschuldenkrise, die wir ja in den Jahren 2010 bis 2012 hatten. Jetzt aber noch dazu eben die Staaten mit spektakulären Konjunkturprogrammen. Und man kann über den Daumen ungefähr festhalten, dass wir momentan Konjunkturprogramme und Garantien sehen, die 10-15% der Wirtschaftsleistung auf globaler Ebene entsprechen. Diese 10-15% sind also ungefähr den Schaden, den man kalkuliert, wenn die Wirtschaft sich für 2-3 Monate in diesem Shutdown, in diesem bewussten Runterfahren befindet. Und dementsprechend sind auch die Bewegungen an den Kapitalmärkten aktuell sehr stark eine Funktion aus dem ausrechenbaren wirtschaftlichen Schaden durch den bewussten Lockdown und eben den Konjunkturprogramm und Garantien der Politik. Und das sind diese 2-3 Monate. Und von daher macht es momentan auch keinen Sinn, auf die
absolute Zahl der Neuinfizierten zu schauen, sondern viel wichtiger ist es, auf die Wachstumsraten zu blicken in Italien, aber natürlich auch speziell in den USA. Und dann auch zu hinterfragen, wann wird die Politik das Ganze lockern? Erste Diskussionen gibt es bereits. Und diese Lockerung wird dann natürlich dazu führen, dass die wirtschaftlichen Aussichten sich wieder etwas aufhellen. Sie werden nicht sofort positiv sein. Es wird Monate dauern. Vielleicht wird das auch 12 bis 18 Monate dauern, um das alte Niveau zu erreichen. Aber wenn Sie zwischendurch eine Erwartung hatten, dass die Welt untergeht, dass massenweise Banken pleite gehen, dann ist das natürlich eine relative Verbesserung. Und am Kapitalmarkt werden ja immer Erwartungen gehandelt und von daher auch die Thematik gilt natürlich aus der Anlegerperspektive, wenn man darauf wartet, dass die Wirtschaftsdaten, die Konjunkturdaten wieder sehr positiv sind, nicht nur in den Umfragen, sondern auch in den echten Werten, wenn man darauf wartet, dass der Aktienmarkt sich stabilisiert, dass Dividenden doch nicht so stark gekürzt werden, wie man es erwartet, dann ist natürlich das Risiko geringer. Und wenn das Risiko geringer sind, dann sind auch die erwarteten Renditen für die Zukunft typischerweise niedriger. Die Frage, die man sich stellen muss, haben wir jetzt das Thema, dass diese Maßnahmen, diese Ausweitung der Notenbankbilanzen, Geld drucken, würde man sehr plastisch und vereinfacht dazu sagen, ist nicht immer korrekt, aber es ist für viele sehr greifbar. Und diese Ausweitung der Staatsverschuldung, die ja absehbar ist, die USA wahrscheinlich mit einem Defizit von 10 bis 15%, führt das alles zu einer Inflation. Und ich habe Ihnen hier erstmal mitgebracht, warum wir diese Maßnahmen sehen. Für Europa, für die Eurozone konkret, respektive aber auch in den USA ist es ähnlich. Wir haben hier einen Indikator, der von der Europäischen Zentralbank berechnet wird, mit sehr sinnvollen Eingangsparametern. Und Sie sehen schon, dass das systemische Risiko in den vergangenen Wochen massiv gestiegen ist. Immer noch deutlich niedriger als im Rahmen der globalen Finanzkrise, immer noch deutlich niedriger als im Rahmen der Griechenland-, Euro- und Staatsschuldenkrise. Aber Sie sehen schon hier vom Niveau absolut gesehen immer noch unter historischen Extremrisiken, aber doch natürlich deutlich relativ angestiegen. Und deswegen sind auch Zinssenkungen, die man global sieht, deswegen sind auch Programme zum Anleiheaufkauf, zu veränderte Rahmenbedingungen in den USA, um den Unternehmensanleihesektor zu stützen. Die dienen natürlich alle auch in erster Linie dazu, das Finanzsystem, das Banken, das Kreditsystem natürlich am Laufen zu halten. Und perspektivisch, das wird natürlich auch die Rentenmärkte wieder stützen, weil an den Rentenmärkten ist ja nichts anderes, als dass dort die verbrieften Kredite gehandelt werden. Also erstmal, systemisches Risiko geringer als im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise. Frage ist, ist der Preis eben die erhöhte Inflation? Ich habe Ihnen hier mal das mitgebracht, was der Kapitalmarkt momentan denkt. Also sprich, die Inflationserwartungen für 5 Jahre, in 5 Jahre. Da schauen auch die Notenbanken sehr stark drauf. In Türkis das Ganze hier entsprechend für die USA dargestellt. Da war der Effekt nicht ganz so dramatisch. Für die Eurozone sehen Sie es sehr deutlich. Da ging es nach unten. Der Ölpreisschock mit disinflationären Auswirkung tut hier sein Übriges. Von daher von den Marktdaten aktuell noch keine steigende Inflation zu sehen. Das würde aber natürlich nicht überraschen, wenn man steigende Inflationsraten sieht. Das kann man nie genau antizipieren. Das sollte im Portfolio-Kontext auch immer aufgefangen werden, beispielsweise über eine entsprechende Quote von Aktien, über inflationsgebundene Anleihen, über Anleihen, die aufgrund ihrer Risikoprämienhöhe die Möglichkeit haben, rechnerisch eine gewisse Inflationsrate zu schlagen. Das, glaube ich, das, was man tun kann. Den Rest muss man momentan einfach an dieser Stelle abwarten. Aber momentan ist es noch viel zu früh, jetzt hier auf ein brutal inflationäres Umfeld umzustellen und zu erwarten, dass wir hier jetzt 8 oder 10% Inflation bekommen. Das lässt sich momentan überhaupt nicht begründen, weil klar, sehr vereinfacht gesprochen würde man ja sagen, die Produktionskapazitäten sind runtergefahren. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen wird nach dem Ende der Quarantäne der Wirtschaft nach oben gehen, dann gibt es eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, das muss die Preise steigen lassen. Das ist natürlich isoliert betrachtet ein plausibles Szenario. Auf der anderen Seite werden Menschen auf die Beendigung der Quarantäne oder auch Beendigung der massiven Einschränkung der wirtschaftlichen Aktivität nicht sofort damit reagieren und sagen, jetzt muss ich mir unbedingt mein nächstes Cabrio kaufen, sondern man ist noch unter dem Schock, man wird sein Konsumverhalten etwas langsamer anpassen und auf der anderen Seite haben wir eine wirtschaftliche Situation, in der wir ja keinen Atomkrieg hatten oder wir hatten ja auch keine
keine globale Ebola-Epidemie, bei der jetzt hier Millionen von Arbeitnehmern entsprechend aus dem Wirtschaftsleben ausscheiden, sondern wir haben keine Kontamination von Produktionskapazitäten, wir haben keine Zerstörung von Produktionskapazitäten wie nach einem Krieg. Wir haben natürlich eine hohe Anzahl von Todesfällen, aber diese Anzahl von Todesfällen, die ist natürlich in Relation, was Nachfrage wirksam in der globalen Wirtschaft ist, natürlich nicht so hoch, als dass sie die wirtschaftliche Nachfrage dauerhaft beeinträchtigen wird. Also wie wenn ich jetzt quasi nachher nach Frankfurt fahren würde, würde aufgrund eines Autounfalls am nächsten Pfeiler hängen bleiben, dann ist das natürlich tragisch für mich persönlich, ich krieg's nicht mehr mit, ist tragisch für meine Angehörigen, aber der Immobilienmarkt in Darmstadt und Frankfurt, der wird unter meinem Tod nicht besonders leiden, weil ich dafür einfach als einzelne Person nicht nachfragewirksam genug bin. Und so ist zumindest nach den jetzigen Erwartungen, was die Folgen, die gesundheitlichen Auswirkungen der Virusepidemie, der Pandemie betrifft, das wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein, um einen solchen Schock zu haben, dass wir wirklich Probleme haben, jetzt genügend Waren, Dienstleistungen und Güter zur Verfügung zu stellen. Also von daher, wie gesagt, ja, Inflation ist langfristig immer ein Thema. Jetzt aus einer Inflationspanik heraus, jetzt isolierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ist meines Erachtens genauso schlecht wie aus einer reinen steuerlichen Thematik Investitionsentscheidungen zu treffen. Und wenn Sie sich anschauen, wie viele Investitionsentscheidungen sich wirtschaftlich gerechnet haben, die nur auf Basis von steuerlichen Aspekten getroffen wurden, denken Sie an das Thema Ostimmobilien und denken Sie an weitere andere Themen wie Medienfonds und Co., dann ist jetzt, glaube ich, auch das ein gutes Thema, nicht nur aufgrund der Inflationsangst zu reagieren. Dementsprechend viel sinnvoller, nehmen Sie die aktuelle Situation, Ihre Anlagestrategie zu hinterfragen, insbesondere Ihre Anlagestrategie mit der Finanzplanung, mit der Vermögensstruktur letztendlich hier auch zu harmonisieren, weil auch das muss, glaube ich, jedem klar sein, auch wenn es sich jetzt wiederholt, es wird nicht die nächste Krise sein, wenn wir am Aktienmarkt irgendwo auf Sicht von 10 Jahren erwartete Renditen von 6 bis 7% haben, was ich für realistisch halte, dann muss natürlich klar sein, dass diese Mehrrendite im Vergleich zum unverzinsten und schwankungslosen Konto natürlich mit einem gewissen Schmerz zum Zeitpunkt eingeht. Wichtiger ist aber, glaube ich, die Betrachtung über den Zeitraum. Dementsprechend an der Stelle würde ich es jetzt mal bei meinen Ausführungen belassen und würde dann wahrscheinlich die Aufzeichnung beenden, um dann letztendlich auch jetzt hier Raum für Ihre Fragen zur Verfügung zu stellen. Genau, also nutzen Sie einfach da die Funktion, die Software bietet. Ich würde die Fragen jeweils auch vorlesen, damit Sie das Ganze einordnen können, natürlich ohne Namensnennung. Mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit glauben Sie, fallen wir an den Aktienmärkten nochmal mehr als 10%? Also 10% waren ja quasi Tagesschwanken, die wir in den letzten Wochen beobachten mussten. Von daher, die Qualität der Antwort ist am Ende des Tages ein Münzwurf. Von daher möchte ich sie gar nicht beantworten. Und wir positionieren uns auch nicht dergestalt, dass wir jetzt glauben, den Preis eines Aktienindizes oder des Aktienmarktes insgesamt vorhersehen zu können. Meines Erachtens ist es relativ simpel. Wenn ich davon ausgehe, dass wir auch in 3 Jahren noch auf der einen Seite Menschen haben, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Und diese Dienstleistungen und Güter von anderen Menschen gekauft werden und diese Käufer dafür eine gewisse Prämie bezahlen. Und diese Prämie in Form von Einkommen, also Gehalt, sowohl an Arbeitnehmer als auch an Aktionäre zurückfließt, bin ich momentan immer noch dabei, die Aktienquote auf dem strategischen Niveau zu belassen. Man muss sich jetzt mal überlegen, wann man gegebenenfalls Absicherungen herausnimmt. Ganz so mutig waren wir auch noch nicht, aber wie gesagt, 10% ist eine Bewegung, die ist einfach auch nicht zu timen. Wir sind auch je nachdem, was man ansetzt, waren wir gar nicht weit von den Buchwerten noch entfernt. Manche Marktteilnehmer haben gesagt, wir kaufen dann, wenn die Aktienkurse beim Preis-Buchwert-Verhältnis unter 1 sind. Das hat man in vielen Fällen jetzt nicht erreicht, also von daher dieses Timing immer sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass es jemand kann. Was ich aber glaube, was viele Marktteilnehmer, seines Profis, seines Private tun, sie agieren prozyklisch und nehmen dann das Risiko heraus, wenn die Risikoprämien und die Vergütung für das Risiko eigentlich am attraktivsten sind. Immobilienmärkte sind differenziert, gewerbelastige Mieter sind weit riskanter als wohnwirtschaftliche Mieter. Ja, grundsätzlich klar, Immobilien sind heterogen, das abhängig von der Nutzungsart, abhängig von der Region,
momentan auch ein sehr stark politisches Thema. Jetzt kann man aber auch sagen, wahrscheinlich ist Amazon momentan ein besserer Mieter, das ist ein gewerblicher Mieter, als Mieter, die wirtschaftlich stark unter der aktuellen Situation leiden, wo die Arbeitslosigkeit nach oben geht, wo wir Kurzarbeitergeld sehen von 60-67%. Ich würde es nicht verallgemeinern, aber was ich nur noch mal ausdrücken wollte mit meiner Aussage war, dass Aktien hängen am Konjunkturzyklus, der Aktienmarkt nimmt Entwicklungen meistens vorweg. Die Anleihemärkte sind da auch sehr sensibel, sind manchmal sogar einen Ticken vorm Aktienmarkt, aber irgendwann, wenn sie eine globale Rezession haben mit einer brutalen Einbruch bei der Nachfrage, dann sind natürlich alle Märkte betroffen. Das werden Sie natürlich auch bei Private Equity sehen. Von daher, unser Ansatz ist da sehr simpel, global diversifiziertes Portfolio, nicht in Risikoprämien hineindrängen lassen, wenn sie unattraktiv sind, Absicherung dann kaufen, wenn sie günstig sind. Das war beispielsweise letztes Jahr Oktober, November, Dezember, da waren Absicherungen sehr günstig. Wer sich da jetzt hier irgendwie vor 2 Wochen einen Put kaufen wollte, der hat festgestellt, dass ein Put, der 3% aus dem Geld liegt, ungefähr 14% Prämie gekostet hat. Also die Versicherung inklusive Selbstbehalt hat 17% gekostet. Das heißt, der Markt hätte 30% fallen müssen. Dann hätten sie 17% immer noch selbst getragen und nur 13% hätte die Versicherung abgenommen. Also unter dem Aspekt muss man sagen, antizyklisch ist das Gebot der Stunde. Antizyklisch ist das, was langfristig wissenschaftlich fundiert, auch das war, was überlegene Renditen gezeigt hat. Nur man muss eben auch sein Setup emotional und auch natürlich handwerklich im Portfolio-Kontext so aufsetzen, dass du sowohl die nötige Ruhe auf Anlegerseite als natürlich auch die notwendige Puffer in Form von Vermögenswerten, die nicht im Preis gefallen sind, wie kurzlaufende Staatsanleihen und ähnliches. Der Puffer muss dann da sein, um dann kurzlaufende Staatsanleihen zu verkaufen und günstiger gewordene Aktien oder andere Vermögenswerte, die im Preis fallen, natürlich hier zu kaufen. Dann nochmal eine längere Frage. Aufgrund der zu erwartenden Rezession war in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen immer mit einem Rückgang der Aktienkurse um ca. 25% im Laufe der weiteren 18 Monate zu beobachten. Sehen wir dieses Szenario wieder? Also der Punkt ist ja, die jetzige Situation ist ja keine klassische Rezession. Eine normale Rezession ist immer ein bisschen überraschend. Das heißt, oft stellt man eine Rezession erst fest, nachdem man schon in einer drin ist. Denken Sie mal an die Finanzkrise zurück. Damals hat man noch gesagt, ja, die Wirtschaft ist noch ganz gut, aber rückblickend war man schon in der Rezession. Von daher, Rezessionen sind selbst in der aktuellen Situation schwer zu berechnen. Sonst wäre es ja auch ein sehr guter Indikator natürlich für die Erträge am Aktienmarkt. Von daher glaube ich, die Situation heute ist nicht mit der normalen Situation zu vergleichen, weil wir haben ja keine klassische Rezession, sondern wir haben eine bewusste Rezession. Wir nehmen diese Rezession in Kauf, um andere gesellschaftliche Ziele zu erfüllen. Und deswegen sind auch die Gegenmaßnahmen ganz anders. Und vielleicht sehen wir jetzt durchaus die Thematik, dass wir auf der einen Seite einen Stillstand der Wirtschaft haben oder ein Herunterfahren, was sehr desinflationär wirkt, also negativ für den Aktienmarkt, kostet uns vielleicht dann 10% der Wirtschaftsleistung. Auf der anderen Seite sehen wir Maßnahmen von Politik und Notenbanken, die auch wiederum 10% oder mehr der Wirtschaftsleistung erreichen. Das heißt, diese beiden Effekte würden sich ausnivellieren und deswegen werden vielleicht Anleger, die nicht täglich ins Depot schauen, sondern nur einmal im Jahr, die werden vielleicht feststellen, wenn sie den Jahresanfangsstand des Aktienmarktes vom 1.1. nehmen und vom 31.12., da ist natürlich eine ordentliche Wahrscheinlichkeit dabei, dass die diesen Stress, den wir momentan wahrnehmen, gar nicht sehen, weil die Bewegung dann doch gar nicht so stark war. Vieles hat sich innerhalb des Jahres nivelliert. Also von daher, wir fassen es zusammen, Aktienmärkte können an der Stelle natürlich immer wieder zurückkommen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich Aktien ja mindestens drei Jahre aufwärts an Haltedauer habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist das jetzige Preisniveau attraktiver als Anfang Februar? Und da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist größer und dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier einseitig positionieren wollen. Vorsichtig ja, aber bitte nicht einseitig, weil einseitig bedeutet immer, dass wir uns natürlich hier auch ein ordentliches Timing-Risiko reinholen. Und wenn Sie sich viele Anlagestrategien anschauen, die auf Markttiming basieren,
dann schauen Sie sich die Renditen an. Es ist eben sehr, sehr schwierig, mit einseitig ausgerichteten Risikomodellen hier langfristig gute Erträge zu erzielen. Das Thema Value at Risk war ja ein Thema, was viele Marktteilnehmer wie eine Sau durchs Dorf getrieben haben. Als die Idee, um sich da als Robo-Advisor zu positionieren, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das war, glaube ich, jedem Profi klar, dass es nicht funktionieren wird. Viele, die jetzt eine positive Performance hatten, hatten die letzten 10 Jahre keine positive Performance. Also von daher, ich bleib dabei. Das ist so ein bisschen wie beim Sport und der Ernährung und anderen Lebenssachverhalten. Es kommt nicht darauf an, wenn Sie wissen, Sie fahren in einer Woche in Urlaub und Sie wollen dann gut aussehen, dass Sie dann anfangen, für eine Woche Ihre Ernährung anzustellen, umzupassen und jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Sondern Sie müssen vielleicht jedes Jahr oder jeden Tag ein bisschen darauf achten, dass Sie ausreichend Bewegung haben und Ihre Ernährung so ist, dass es im Grundsätzlichen passt. Weil mit kurzfristigem Aktionismus, das hört der Anleger zwar auch gerne von Vermögensverwaltern, aber kurzfristiger Aktionismus ist meistens nicht das, was langfristige Renditen generiert. Von daher eine gewisse Vorsicht, Risikoprämien denke, plus eine antizyklische Komponente und die Vermeidung von Einzelrisiken aus unserer Sicht hier deutlich besser geeignet, als sich da in Spekulationen zu verlieren. Kaufen Sie bereits wieder Aktien? Ja, wir haben auch schon bei Kunden, die noch ordentlich Luft hatten, weil das Geld erst Anfang des Jahres kam, dann investieren wir sukzessive, dann haben wir mal die ersten Aktien gekauft. Wir kaufen tendenziell momentan eher Quality, respektive auch im Bereich Technologie. Also wir glauben nicht, dass man sich jetzt hier sehr antizyklisch in dem engagieren muss, was jetzt aus gewissen Gründen auch und zu Recht Schwierigkeiten im Geschäftsmodell hat, sondern tendenziell wir versuchen dann auf der Qualitätsseite zu bleiben und einfach Qualität zu einem geringeren Preis zu kaufen, das auch breit gestreut über Indexfonds und Ähnliches, um hier keine Einzelrisiken sich entsprechend einzukaufen. Von daher könnte der jetzige Aktienkurs eben diese vorhergesagte Rezession widerspiegeln. Ja, na klar, der Aktienmarkt ist ja ein Preisfindungsmechanismus und es ist ja nicht so, dass Sie eine übergeordnete Instanz haben, die sagt, das ist der angemessene, faire Wert für dieses Unternehmen. Sondern die Börse ist ja nichts anderes als ein heute elektronischer Handelsplatz, wie ein Marktplatz, an dem ja Leute zusammenkommen und Angebot und Nachfrage zusammengeführt wird. Und es ist ja nicht so, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Aktie haben, die eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde hätte und jetzt werden 50 Millionen gehandelt, also 5%, und die anderen 95% der Anleger tun nichts, dann machen diese 5% machen den neuen Preis. Also von daher, nur weil etwas börsengehandelt ist, heißt es nicht, dass der Preis angemessen ist. Von daher sind auch diese sehr starken Volatilitäten und die starken Bewegungen an den Aktienmärkten neben diesen anfangs beschriebenen technischen Aspekten der Aspekt, dass man einfach sieht, dass hier Marktteilnehmer versuchen, die wirtschaftlichen Schäden, die Auswirkungen auf die langfristigen Unternehmensgewinne, auf die Bedienung und die Rückzahlung von Schulden über Anleihen Ähnliches zu preisen. Das erklärt diese hohen Volatilitäten. Und wenn jetzt wieder etwas mehr Unsicherheit aus dem Konjunkturverlauf hinauskommt, nicht, dass man ihn genau vorhersehen kann, aber er wird wieder etwas stabiler, also von keiner Visibilität zu mittelmäßiger Visibilität. Ne? Das denken Sie ein bisschen dran, wenn Sie auf der Skipiste sind und es ist neblig. Ja? Wenn Sie gar nichts sehen, dann fahren Sie ziemlich langsam und alle fahren da quasi im V runter. Wenn sich dann der Nebel ein bisschen lichtet und Sie können wieder 100 Meter weit sehen, dann werden Sie tendenziell ein bisschen schneller fahren und werden nicht mehr nur im V da runter düsen. Also, und das ist auch die Thematik. Und von daher, unsere Meinung ist da relativ klar. Man muss momentan aufgrund der nicht absehbaren Konjunkturentwicklung und der Frage, ob alle Stützungsmaßnahmen auch so greifen, extrem mutig werden. Aber was Sie auf jeden Fall verneinen würden, wäre von einer sauberen, handwerklich hergeleiteten Strategie, die keine Klumpenrisiken aufweist, jetzt abzuweichen, um jetzt über irgendeine Form von Aktionismus sich hier zu positionieren. Genau, von daher könnte der jetzige Aktienkurs eben diese vorhergesehene Rezession widerspiegeln. Ja, der greift, die jetzigen Aktienkursrückgänge haben die Erwartung einer Rezession vorweggenommen. Das heißt, wir haben es erst in den Umfragen gesehen, was die Marktteilnehmer betrifft. Dann sehen wir es in harten Konjunkturdaten und irgendwann wird sich das wieder drehen.
Nur wenn man die Aktien erst dann kauft, wenn die harten Konjunkturindikatoren, also nicht die Umfragen, sondern wirklich die harten Werte wieder drehen, dann ist wahrscheinlich auch ein Großteil der Risikoprämie, den diese Sondersituation der herbeigeführten Rezession kreiert hat, dann ist der wahrscheinlich weg. Dann bin ich auf einer normalen Höhe der Risikoprämien und dann habe ich eben den ganz normalen Verlauf, wie am Aktienmarkt eben typisch ist. Wenn Sie Technologie kaufen, wird diese vermutlich vornehmlich in den USA zu finden sein. Sehen Sie nicht ein Risiko von der künftigen Dollarschwäche, weil ja jetzt der Dollar sehr teuer ist, Stichwort Währungsverlust. Also für die Anleihenseite ganz klar muss man das Thema Währung auf dem Schirm haben. Am Aktienmarkt selbst sehen wir das Thema nicht. Am Aktienmarkt würde ich jetzt auch nicht zu sehr in Absicherungen hineingehen. Die Unternehmen agieren ja global. Also wenn Sie eine Amazon oder eine Google, eine Facebook, eine Microsoft nehmen, die generieren ihre Einkünfte ja nicht nur im Dollar, sondern quasi global, also auch mit einem Währungsmix. Also von daher, wir würden momentan, die Kunden sehen das ja, deswegen weiß ich, warum die Anspielung hier kommt. Wir würden momentan im Aktienmarkt eher beispielsweise Europa kaufen, weil wir glauben, es hat schon ein bisschen mehr hinter sich als der US-Markt. Und auf der anderen Seite eben Technologie in den USA, weil da sitzen einfach die Weltmarktführer, da sitzen die Unternehmen, die von den jetzigen Entwicklungen weiter profitieren werden. Die werden auch nochmal natürlich von dem Nullzinsumfeld sehr stark profitieren. Das heißt, die Großen werden stärker aus der Krise zurückkommen. Und von daher wollen wir uns natürlich an diesen Unternehmen auch entsprechend hier beteiligen. Nicht über die Einzelaktie, sondern global über den Index, über den Sektor oder eben wie über die dargestellten Faktorprämien. Insgesamt klingen Sie schon wieder positiv, deutlich mehr als 50% positiv. Auch die Frage kann man gut einordnen. Sie wissen ja, dass wir nicht bereit waren, Hochzinsanleihen für 2,3% zu kaufen. Und Sie wissen auch, dass wir nicht Mitte, Ende Februar bereit waren, 100% Aktienquote zu fahren. Ganz einfach, weil uns die Risiken und die Renditen einem ungünstigen Verhältnis erschienen. Von daher kann man jetzt natürlich aus einer relativ entspannten Position hier mal abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Wie gesagt, ich würde momentan nicht zu sehr von der strategischen Quote abweichen. Das heißt, wenn die strategische Aktienquote im Rahmen der Gesamtstrategie 45% des Depotvolumens ausmacht, dann würde ich im aktuellen Umfeld da nicht mehr weiter runterliegen. Aber auch das bedingt, sei an der Stelle gesagt, natürlich, dass das Aktienportfolio qualitativ hochwertig ist und nicht, dass man sich drei deutsche Aktien zusammengekauft hat, nämlich die Lufthansa, Daimler und die Deutsche Bank und noch ein bisschen vielleicht jetzt auf Öl spekuliert. Das hat eher was mit Spekulation zu tun und weniger mit der Portfoliokonstruktion. Ich rede bei Aktienquote immer über eine saubere, umgesetzte, handwerklich diversifizierte globale Aktienmarktpartizipation. Ja, meine Damen und Herren, gibt es weitere Fragen oder Anregungen an dieser Stelle? Insgesamt gilt natürlich, auch das vielleicht auch nochmal hier als Hinweis, wir haben an keinen Stellen im Portfolio prozyklisch agiert. Das heißt, wir haben jetzt nicht vor der Krise das Risiko hochgenommen, weil wir sehr positiv waren. Wir haben jetzt nicht in der Krise das Risiko stark nach unten genommen, sondern haben genau diese antizyklische Thematik durchgeführt, wie wir es auch gerade auch beschrieben haben. Und das ist auch etwas, was wir weiterhin fortsetzen wollen. Das Ganze bedingt natürlich, dass der Anleger, dessen Geld hier entsprechend allokiert wird, natürlich auch vorher verstanden hat, warum er das tut. Und da kann ich, bin ich auch immer sehr stolz drauf, unser Prozess in der Herleitung der Anlagestrategie, der ist natürlich ein bisschen umfangreicher, der ist auch auf der Anlegerseite ein bisschen zeitaufwendiger, als wenn Sie irgendwo reinlaufen, fünf Fragen beantworten und können dann im Internet ein Portfolio kaufen in 12 Minuten. Oder Sie kriegen in der Bankfiliale halt den 0815 Hausfonds, den man halt gerade propagiert. Aber ich glaube schon, dass es sich in Stressphasen immer zeigt, wenn der Anleger verstanden hat, warum er Geld anlegt. Also eben, ich will eine langfristige Rendite, die ist Teil meiner Altersvorsorge. Ich weiß, ich kann Schwankungen am Aktienmarkt problemlos vertragen.
weil ich habe die Liquidität für die nächsten 3 Jahre in der Kasse, in kurzlaufenden Staatsanleihen. Ich brauche mir jetzt über das Bankenrisiko im jetzigen Umfeld keine übermäßigen Gedanken machen, weil wir das Gegenparteienrisiko im Bankensektor permanent monitoren und ohnehin reagieren, ohne dass es in der Zeitung stehen muss. Also ich glaube schon, vielleicht der Aufruf an dieser Stelle auch zum Abschluss hier der Konferenz, wer entsprechend seine Hausaufgaben macht, und machen Sie die Hausaufgaben gern mit uns, das können Sie an dieser Stelle auch gerne als Werbung auffassen, dann machen Sie die Hausaufgaben gerne mit uns, dann haben Sie deutlich weniger Stress in solchen Phasen am Kapitalmarkt und dann sind Sie deutlich entspannter und wissen auch vorher, wo Sie welches Szenario trifft, wie man emotional damit umgeht, weil wir diese Stressphasen eben durchspielen, bevor sie eben eintreten. Weil wir wissen nie, wann die Krise kommt, aber sie kommt. Und wer heute noch so 50, 60 Lebensjahre vor sich hat, der hat wahrscheinlich noch mal so 5 bis 10 Krisen vor sich. Also von daher sehen Sie das einfach als Normalität, eben mit den Spezifikationen, wie wir sie gerade erleben, die ja doch ein bisschen besonders ist. Ja, vielen Dank, kann ich bestätigen. Ja, das freut uns immer. Grundsätzlich auch unsere operativen Ressourcen. Wir sind ja schon immer quasi relativ digital aufgestellt und auch von der Technik so. Wir sind momentan ganz normal im Business und auch wenn die Abwicklungsbanken momentan bei den Depoteröffnungen mal eine Woche länger dauern, grundsätzlich sind bei uns alle Prozesse, auch Ihre Ansprechpartner sind weiterhin ganz gewohnt für Sie da. Also von daher kommen Sie da einfach auf uns zu. Dann noch eine Frage. Dirk Müller ist ja der Meinung, dass das kommen könnte. Also Fallaktien. Was könnte Ihrer Meinung nach das für ein Ereignis, ein praktisches Beispiel sein? Ja, also Dirk, Sie wissen ja, wir sind persönlich befreundet, kennen uns auch gut. Wir sind nicht in allen Kapitalmarktdingen einer Meinung, aber ich glaube, davon lebt ja auch etwas, dass man sich heute verschiedene Meinungen anschauen kann, kann überlegen, wie passen die zu meinen eigenen Erwartungen. Oft ist es ja besser, nicht eine Meinung anzuhören, die die eigene bestätigt, sondern sich die Gegenmeinung anzuhören. Das bringt einen meistens in der Entscheidungsqualität deutlich mehr voran, als den 27. Bericht und das 12. YouTube-Video zu dem anzuschauen, was Sie ohnehin selbst glauben, sondern die Gegenmeinung, die ist ja das Interessante. Also von daher, wie gesagt, was kann natürlich ein Fall der Aktien auslösen? Dass man sagt, die Konjunkturprogramme wirken nicht. Dass man sagt, man verpasst den Moment, die wirtschaftliche Aktivität wieder zu erhöhen, dass man das verpasst. Man trifft politische Fehlentscheidungen. Das alles sind natürlich Aspekte, die damit reinspielen. Aber nochmal, wenn es diese Unsicherheit nicht gäbe, würde in einer Nullzinswelt der Aktienmarkt nicht auf dem Niveau notieren, wo er wäre. Dann wäre er nämlich 30-40% höher, vielleicht sogar deutlich höher. Ja, wenn die Welt momentan absolut sicher wäre, dann würde Nestle bei neu emittierten Anleihen immer noch eine Negativrendite zahlen und nicht eine kleine positive Rendite wie dieses Jahr gesehen. Also von daher, wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen Extremszenarien. Ich sage das nochmal deutlich, nicht weil wir es ablehnen. Sie wissen, in der Finanzkrise waren wir sehr, sehr früh mit dem Thema skeptisch zu sein. Der Kauf im Jahr 2007 Bundesanleihen und Gold, die älteren Kunden unter Ihnen, die wissen das, auch das Thema Euro und Finanz. Krise 2011, 2012, da waren wir einer der Ersten, die gesagt haben, wir packen Geld in Aktien und sichern die Aktienmarktentwicklung komplett ab, also bauen so eine physische Kasse. Also viele Ideen, die jetzt manche Leute im jetzigen Umfeld erst umsetzen und dann ihre Erfahrungen mitmachen. Das haben wir ja schon im Jahr 2011, 2012 getan. Von daher grundsätzlich gilt, ich sage das nochmal, auf das Gegenparteienrisiko der Banken achten, nicht mehr Liquidität halten als notwendig, sich klar machen, wo liegt mein Geld, und beim Thema Bankenstabilität gar nicht so sehr auf die einzelne Bank schauen, wenn die solide ist. Ja, die süditalienische Sparkasse bräuchte ich momentan nicht. Viel wichtiger ist der Euro-Anleihemarkt, der hinter dem Bankensystem liegt. Das ist ja ein Thema, weil es so eine übergeordnete Bedeutung hat, etwas, was wir nächste Woche nochmal vertiefen werden. Da gibt es ein eigenes Webinar, wo wir uns mal mit dem Thema Sicherheit von Bankguthaben, Einlagensicherung und Ähnlichem beschäftigen, um Ihnen mal zu verdeutlichen, dass der Blick auf den Euro-Anleihemarkt extrem wichtig ist. Und da kann ich Ihnen sagen, den Euro-Anleihemarkt und die Risikoindikatoren, die haben wir nicht nur im Blick, wenn in der Bild-Zeitung steht, dass die Aktien fallen, sondern das ist bei uns ein Prozess, was wir uns auf Tagesperspektive, Wochenbasis anschauen. Ja, meine Damen und Herren, gibt es an dieser Stelle noch Fragen oder Anregungen? Ansonsten
würde ich dann das Webinar an dieser Stelle beenden. Sie haben hier auch sämtliche Kontaktdaten zur Hand. Wie gesagt, das nächste Marktupdate dann planmäßig am nächsten Freitag. Das Webinar zu dem Thema Banken, Einlagensicherung und so weiter. Das haben wir dann am Montag. Von daher kann ich Ihnen auch an dieser Stelle nur die notwendige Ruhe wünschen, sich nicht zu sehr verrückt zu machen, die notwendige Gelassenheit auch, die freie Zeit, die vielleicht da ist, auch sinnvoll zu nutzen. Und vielleicht ja auch so eine kleine Challenge, heute gibt es ja alle möglichen Arten von Challenges, was man nach der Quarantäne, nach dieser Schockstarre erledigt haben will. Vielleicht hier mal die Challenge mal zu sagen, ich nutze die Zeit, um meine Anlagestrategie, meine Finanzplanung und so weiter in Schuss zu bringen und dann diese Zeit auch genutzt zu haben, nicht nur Meinungen zu lesen, sondern auch handwerklich das abgearbeitet zu haben, was zu tun ist. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt momentan eine Vielzahl an Themen, die in der Finanzplanung momentan getan werden. Es gibt einerseits ein bisschen Handlungsdruck, insbesondere bei Garantiemodellen, da sind wir im Versicherungsbereich. Es gibt aber vielleicht auch Opportunitäten aufgrund der gefallenen Kurse. Denken Sie an das Thema Vermögensübertragung an die nächste Generation. Was macht ja dann Sinn zu schenken, wenn die Bewertungen niedrig sind? Also all das Themen, die wir aktuell diskutieren, und da ist die aktuelle Phase natürlich durchaus geeignet, die als Kicker zu nehmen, sich mit den Finanzen zu beschäftigen, um dann in der nötigen Ruhe mit professioneller Unterstützung gerne von uns diese Themen auch zu beantworten. In diesem Sinne würde ich jetzt dann die Konferenz beenden, wünsche Ihnen allen ein gutes Wochenende, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.